Da ist es wortwörtlich um die Wurst gegangen. Heute zehn an den Schweizer Grillmeisterschaften. Am Vorausscheidungsanlass messen sich die besten Grillmeister. Mit dem Ziel, sich für das Finale im September zu qualifizieren. Ein Grill-Champion aus der Zentralschweiz hat es noch nie gegeben. Darum hat sich der Rolf Bürgler aus Ilgau dieser heissen Sache annehmen. Ganz spontan hat er sich heute Morgen entschieden, an der Grillmeisterschaft in Sieve mitzumachen. Der Rolf Bürgler ist noch etwas am Herd oder eben am Grill. Er geht die Meisterschaft locker an. Ich hoffe, dass es irgendwie da so weit parat ist. Ich bin völlig freestyle. Ich, im Moment habe ich keine Pläne so gross, aber nehmt es fort zu. Die Meisterschaft ist in drei Teile aufgeteilt. Zuerst muss man seine Zutaten aussuchen, dann vorbereiten. Und schlussendlich geht es natürlich ums Grillen. Der Rolf Bürgler ist ein Motto, weniger ist mehr nachgegangen. Ich denke, ein bisschen Herzblut, dass es gut wird, einfach nur schon das. Dass man mit Leidenschaft das macht, wird schon viel gut. Nach dem letzten Feinschliff ist der Teller dann parat für die Jury. Die tun den gesamten Druck, den Biss, die Garstufen und die Beilagen bewerten. Mit dem Ilgauer seinem Schweinsfleisch sind sie zufrieden. Die Biss- und Garstufe war sehr, sehr gut. Es war fein durch, es war nicht trocken, es war nicht übergart, es war nicht zu wenig. Also von dem her optimal in dem Sinne von der vom Garpunkt. Und es war auch optimal abgeschmeckt. Und genau das hat ihm dann die goldige Wurst gebracht. Rolf Bürgle! Sensationell! Er ist jetzt einer der Zentralschweizer Vertreter am Grillmeisterfinal in Basel im September. Dass er heute als Sieger heimgeht, hat er nicht erwartet. Nein, wie ist klar, wenn man etwas gewinnen kann, ist immer toll. Aber mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Vor allem, weil ich jetzt das erste Mal als Newcomer an Start bin und auch nicht so gewusst habe, wie das Ganze da so ein bisschen ablaufen hat. Die nächste Vorausscheidung für das grosse Grillmeisterfinale findet am Eidgenössischen Turnfest in Aarau statt.